In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die siebenteilige Stabübung mit großer Geschwindigkeit und innerer Leichtigkeit ausführen. Aber es gibt auch das andere, und das sollten Sie ruhig auch versuchen, mal nicht so im Weg sich fest zu beißen fast, sondern das mal von Ziel zu Ziel gehen, wenn der Körper das kennt. Dann erleben Sie einfach den Weg unten und der Stab geht hin. Und dann gehen Sie innerlich hoch. Und dann brauchen Sie nur loslassen und der Stab geht drauf. Und dann gehen Sie innerlich zur Mitte und nach rechts zur Seite. Die ganze Verdrehung machen Sie schon und der Stab geht einfach dahin und kommt an. Sie haben das da drüben aufgebaut, lassen los und der Stab kommt an, ohne dass ich das gezielt suchen muss. Und Sie lassen los und der Körper richtet sich, sogar die Hüfte geht vor von alleine. Und dann lasse ich wieder los, ja, der Stab geht hoch. Jetzt bin ich ein bisschen viel im Weg gewesen. Ich habe es vergessen, vorher aufzubauen. Hat man gleich gemerkt, denke ich. Und dann gehe ich zurück zum Herz und der Stab kommt rein. Und auf diese Art können Sie dann auch recht schnell werden. Und das Schnelle ist nicht, ich muss versuchen, rauf, runter, dahin, 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 hoch, runter und dahin. Sondern ich gehe von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt. Und der Körper organisiert sich dazwischen selber. Ich baue auf, lass los, baue auf, lass los. Auch wenn Sie jetzt von Punkt zu Punkt gehen und den Stab fliegen lassen, seien Sie doch ganz innerlich bei sich. Die Stabübung findet im Innern statt. Der Körper ist nachher nicht angestrengt, hat das mit einer inneren Leichte gemacht und reagiert auch jetzt mit so einer inneren Aufbauströmung, wo der Atem groß wird und einige Wellen macht und dann loslässt.